So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignotum zu einem neuen Part. Super Mario Maker 2. Mit dem Zwergfürst. Ich auf der Nintendo Switch. Ja, okay. Ich wollte heute mal mit euch, das habe ich im letzten Part absolut verpasst. Das hat so gefühlt jeder YouTuber, der Super Mario Maker 2 spielt, gespielt. Transformer Mario, Version 3.0. Ja, hier sind nochmal die ein paar Neuerungen, nicht alle Neuerungen, aber ein paar Neuerungen dargestellt in diesem Level. Und ja, das haben schon einige gespielt. Aus Japan kommt das Level. Wo denn auch sonst her? So, na, spielen wir es einfach mal. Jo. Okay, dann schauen wir uns mal an. Dann können wir hier, ja, Version 3.0.0. Können wir uns nochmal schauen, wie die Neuerungen hier präzise aussehen. Hier, da haben wir einmal den Goomba-Kopf. Da haben wir den Kugel-Willi. Und da haben wir den Kaublock. Und da haben wir die Bumme, von der ich ein bisschen überrascht bin, dass die neu ist. Hätte ich gedacht, die gab es schon länger, aber ja, scheinbar ist sie neu. Ein Propellerhut und dieses, ja, auch so ein Kanonending. Ich glaube, wir fangen mal oben links an. Oben links mit dem Goomba. Dem Goomba-Head. Zack. Jetzt sind wir Goomba. Ah ja. Okay, jetzt müssen wir abwarten. Okay, wir werden hier noch stückweise vorgelassen. Wir können hier schon mal Münzen sammeln. Ganz langsam vorgelassen. So, jetzt reihen wir uns hier einfach ein. Ja, und werden nicht angegriffen von den Goombas. Wir sind einer von denen. Wir sind andere Goombas. Doch die Toms greifen uns nicht an. Tja, als wären wir einer von Bowsers Schergen. Ein Goomba. Können wir ganz entspannt durchlaufen. Das nehme ich mal ein schönes neues Tool. Und auch Bum Bum, der fühlt sich hier ganz wohl in meiner Gegenwart. Ja. Tach. Bum Bum. Kennst mich nicht mehr. Ich bin's, Mario. It's me. Ja, jetzt fängt er an, sich zu drehen, aber greift uns nicht an. Hi, siehst du mich? Ich bin's, Mario. Nein, nicht mit Tod. Wenn man das mit Tod spielt, das habe ich mal ausprobiert, sieht das noch ganz lustig aus. Da hat man dann auch noch die Todbeine, dann sieht man ganz wie ein Goomba aus. Die Todbeine sehen auch so ein bisschen Goomba-mäßig aus. Die Schuhe von dem. Ja, da wird man in Bosskämpfen gar nicht angegriffen. Das ist halt irgendwie, ja, das ist das genialste Item, was man, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Für ein Schloss oder sowas, wenn er halt einfach mal, das ist eigentlich ein OP-Item für, also wenn er halt, wenn du im Schloss unterwegs bist, ist das einfach, das ist, ja, das beste Item, was du da gebrauchen kannst. Was, wo sind wir hier gelandet? Ach so. Du musst erst das Item verlieren, klein werden. Dann geht's hier durch. Nice. Und hier wieder zurück. Chapter Point. So. Dann machen wir mal hier weiter. Eine Schlüsselmünze habe ich schon. Jetzt geht's hier weiter mit dem Cool Willy. Ah, sehr nice. Und zurück. Nice. Dann kann man hier durch die Luft fliegen. Bis man irgendwo gegenstößt. Dann verliert man das Item. Das gilt so lange, bis du gegen etwas gegenstößt. Da muss man jetzt noch die Höhe abschätzen. Dann gucken. Ah, das ist noch zu niedrig. Blackie spielt Animal Crossing New Horizons. Er streamt doch bestimmt jetzt. Ach, verdammt. Ja, ich nehme gerade auf. Das ist jetzt denkbar ungünstig.
kann ich leider nicht dabei sein. Na komm, wir münzen hier. Wir verplempern hier die Zeit. Aber gut. So, rein da. Hier müssen wir uns wieder klein machen. Und das Item verlieren. So, zwei Schlüsselmünzen. Na, voran. So. Als nächstes, ja, Bumerangblume. Eigentlich bekannt. Ist aber tatsächlich ein neues Item. Ach so, man kann es jetzt hier, man kann es da jetzt durchfeuern durch die Röhre. Nice. Und diese Blöcke sind auch neu, diese On und Neon und Off-Switch, die sind nicht neu, aber diese blauen und roten Blöcke davor. Ja gut. Dann gibt es noch diese neuen Gegner, diese Larrys und Larry und Ludwig und so weiter. Also ich kenne nur Larry und Ludwig. Ah, sehr gut. Münzchen. Ja, diese Hüftdinger, die sind auch neu. Sehr gut. Geld. Sammle nicht mehr ein. Hier kann man jetzt, wenn ich hier durchfeuere. Na komm, wenn ich hier durchfeuere. Das andere aktivieren. Sehr gut. Badoots. Geld für mich. Ja, das ist jetzt bespringbar. Und das nicht. Ausgeschaltetes Trampolin. Ein Austrampolins. Ja, sehr schön. Großartig. Könnte man jetzt auch hier noch zurück machen, oder? Ja. Zack, und jetzt durch die Tür. Hindurch. Aha, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir hier gelandet? Ach so, hier. Muss ich mit meinem Bumerang die Münze holen. Und jetzt. Nice. Und da gibt es die dritte Schlüsselmünze. Yay. So, mach's zu. Da will ich durch. So. Das Item nehmen lassen. Klein machen. Und durch hier. Und weiter geht's. Check the point. So, Powblock. Powblock hat. So, das hilft jetzt. Das hält jetzt, glaube ich, dreimal. Können wir dreimal gegenhüpfen. Und dann ist es kaputt. Hier. Sind wir hier hochgehopst? Oh, die Zeit ist vorbei. Habe ich zu lange verschwendet hier. Na komm, dann müssen wir uns jetzt hier ein bisschen. Zack. 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 Oha. Ich hab den Baumblock verloren. Und hops, hier hoch. Keine Zeit mehr. Da muss doch alle ausprobieren. So, Gegner zerstören. Zwei geteilte Zerstörer. Na komm. Ich hab den Schlüssel schon, aber ich will ihn noch zerstören. Na komm. Na gut, dann lassen wir es bleiben. Durch da. Die Musik wird schon schneller. Kaputt mach. Wir dürfen nicht so lange trödeln bei den Dingern. Na komm, renn. 40 Sekunden, das wird wahrscheinlich nichts. Wird wahrscheinlich nichts mehr. Das ist jetzt hier. Ja. Zwei haben wir noch auszuprobieren. Propeller, Dings. Okay, ja. Kann man jetzt nach oben. Sehr gut, hier runter und schrupp. Schrupp, schrupp. Nein, das ist kein Schrupp, schrupp. Damals als Kind habe ich das immer, für die, die es noch nicht wussten, habe ich als Kind immer den Propellerpilz, habe ich immer als Schrupp, schrupp bezeichnet. Na komm. Und 10 und 9 und 8 und 7 und 6. Ja, ist gleich vorbei hier. Na komm. Ja, Zeit abgelaufen. Verdammt. Genau der Hubschrauberpilz. Jetzt können wir hier durch. Sehr nice. Zack. Ist noch was zu holen? Oh, ein Leben. Sehr gut.
Und, na komm, na komm. Verdammt. Bin ich gestorben, ernsthaft? Dann liegt's an mir. Ja gut, ich hole mir erstmal das hier. Na komm hier. Das ist nicht Pulverli, das ist irgendwie so ein Kanonenhut. Einfach Kanonenhut. Ich kann mal Kanonen feuern mit Y. Nice. Oh, wir können auch länger feuern. Wenn wir jetzt hier gedrückt halten. Nice. Können wir selbst durch? Ne, wir können selbst nicht durch. Mhm. Durch Röhren kann man in diesem Hut nicht durch. Aha. Hier kann man sich anstrengen und zack. Nice. Muss man ein bisschen länger unterwegs sein. Ich kugel muss ein bisschen. So, hier. Das ist zu schwach. Na, zack. Okay, das bringt nichts. Hm, was müssen wir tun? Die Powerblocks müssen wir wahrscheinlich. Müssen wir die Powerblocks treffen oder was ist jetzt hier gefragt? Mhm. Na komm. Nice, abgetimt. Der muss auch ein bisschen kräftiger. Na komm. Zack. Ja, was? Ach, hier hoch. Und dann. Na komm. Was denn? Sehr gut. Achso, da oben ist das Ding. Da oben ist das Schlüsselding. Hervorragend. Heute nochmal hier ein paar Levels ausprobiert. Na komm. Contenance. Nice. Haben wir es mal geschafft. Hat ja nur Stunden gedauert. Dahin durch. Ah, Powerblock. Thank you. Thank you for playing my game. Okay, achso. Kanone. Zack. Nice, können wir hüpfen. Und zack. Ans Ziel. One up. Nice. Eine kleine Tag-Demo zu den Neuerungen von 3.00. Ja, Boomerang Master haben wir hier noch. Ich weiß nicht, ob das. Versuchen wir es mal. Vielleicht zeigt das hier noch ein bisschen. Ja, der Boomerang. Zeigt den Boomerang. Okay. Tür aufgeschlossen, weiter. Nice. Zeigt das jetzt nur den Boomerang oder? Ja, wäre auch mal nett, aber. Ich will vor allem die Bosse mal sehen. Ich will mal ein Boss-Level sehen. Ja, kein reines Boss-Level, aber. Ansonsten zeige ich es euch, mal im Maker. Was ist hier gefragt? Wann uns gibt, zack, im Sprung. Ups. Das war schon die richtige Höhe. Nice. So muss das. Ah, verstehe. Und ich noch. Sehr gut. Komm mal durch. Der Weg ist nicht länger versperrt. Was? Die muss da hoch, oder? Was willst du von mir spielen? Die Kugel muss da hoch, oder? Bomb. Hm? Verstehe nicht ganz. Ich muss wahrscheinlich nach oben feuern.
komm, hüpf, 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 hüpf. Verstehe. Nice. Ah, wenn ich hier drin bin. Ah, sehr gut. Dafür ist es auch nützlich. Na, komm. Ich muss die Kugel hier treffen wahrscheinlich. Nice. Und rein in die Box. Checkpoint. Saue. Safe. Ach so, safe. Das sollte ein V sein. Ach so, verstehe. So, hier rein und dann... Na komm. Ach, verdammt. Zu langsam. Verdammt. Verdammt. Na komm. Getroffen. Und rein hier. So, das Trampolin anmachen. Na komm. Und hops, und hops, und hops. Und hops. Da kriege ich meine roten Münzen. Meine Schlüsselmünzen. Zack. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Ein bisschen Anstrengung, Mario. Na komm. Du stehst doch direkt davor. Sehr gut. Schlüssel und rein. Na komm. Ach so, da muss ich. Ja, gut. Einmal durch, um die Schlüssel zu erreichen. Nice. Nicht durch. In die Box. Ja, was? Das klappt nicht so ganz. Die Kugel ist zu groß. Ah, sehr gut. Darf nicht hüpfen dabei. Sehr gut. Oha. Die Bomben. Zeitbomben. Oh, Kacke. Da muss man ein bisschen schneller sein. Schnelligkeit ist nicht meine größte Stärke. Ha. Verdammt. Nein. Das darf halt nicht passieren. Wir haben es schon fast. Na komm, na komm. Ach, hier nicht stehen bleiben. Kontenance. Verdammt. Puh. Rein hier. Box. Last. Oh, wir haben einen Gegner. Ist das schon einer von den neuen Gegnern? Ich glaube nicht. Das ist noch ein alter Gegner. Also, ja gut, verstehe. Hier, den richtigen besiegen. Ach, verdammt. War ich zu spät. Bumerang. Zu spät, zu langsam. Ja, ich... Ach, grimm. Na komm, jetzt aber. Getroffen. Dreimal musste sich treffen lassen. Ach, verdammt. Das kann ja was werden. Zweimal... So, wo tauchst du jetzt auf? Hier tauchst du auf. Na komm, na komm. Ach, verdammt. Zu schnell, zu knapp. Nice. Schlüssel für mich. Auf zur Zielfahne. Win. Sehr gut. Ein angewandtes Beispiel. Was man so alles machen kann. Hier ist ein Peace-Switch-Block. Der ist auch neu. Was man für Levels draus machen kann. Mit den neuen Dingens.
Jung und gar nicht schlecht. Toll, ist zu Recht in den Trends. Gut, machen wir noch ein zweites Game. Ein drittes. Hey, gibt es doch so einen Müll hier. Speedruns und so weiter. Ja, im Wesentlichen war es das jetzt. Speedrun mit Turtle. Ja, zeige ich euch schnell noch das hier. Es geht ganz schnell. Superwolf verschenkt. Ja, das ist ein bisschen verwirrend hier. Go! Laut und verwirrend. Ja. Laut und verwirrend. Ja, auch solchen Trash gibt's in den Games. Auch solchen Trash gibt's. Tanks. In den Trends. Mag ich nicht. Ja, Bullshit. Gehen wir mal bei Level bauen rein. Hier kann man jetzt im Super Mario Bros. Stil, da hat man jetzt auch neue Sachen mit dabei. Wenn mir wahrscheinlich gar nicht mehr jetzt neue Sachen angezeigt, weil ich die schon alle gebraucht habe fürs Level erstellen. Ja, Gegner, das sind die neuen Gegner. Da mal Larry, Iggy, Wendy, Lemmy, Roy, Morton, Ludwig. Ja, die alten sind hier. Und der ist auch neu hier, Robo Koopa. Was war sonst noch neu hier in diesem Stil? In diesem Stil glaube ich nichts mehr, so vieles. Power-Up, Powerballon. Immer platzieren, zack. Da wird Mario so zum Puste-Ding. Hat dann Ballon im Bauch gebunden und furzt sich quer durchs Level. Ja, auch ein neues Level, auch ein neues Ding. Was sie später für viele schwere Level noch, also das noch anbieten kann. Damit kann man gut Levels umfliegen. Ja, hier muss ich das ganze Level gar nicht machen, kann ich einfach durch. Zack, rein ins Ziel. Ja, brauche mir die Anstrengung gar nicht zu machen. Das werden viele nutzen, um einfach einen geheimen Block irgendwo hinzupacken und das einfach das ihr eigenes Level. Ja. Wo war denn dieser Pilz? Es gab da noch einen Pilz, wo man den Pilz aus Super Mario Bros. 2 Superpilz, war das der hier? Ja, den Pilz meinte ich, den Pilz, ja, den gab's hier. So. Na komm, hier. Da kannst du nicht mehr auf Gegner drauf trampeln. Na komm. Hier, da bist du jetzt auf einmal auf Gegner rumgelaufen, habt ihr's gesehen? War jetzt nur ein kurzes Vergnügen. Verdammt. Und hier am neuesten gab es halt diese ganzen hier, die Blöcke hier, die den Bumerang, Pilz und den die Items hier mit den Goomba-Maske. Du kannst halt hier durch die Gegner durchlaufen. Ja, ich habe jetzt hier keine Gegner platziert, aber gut. Dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part von Super Mario Maker 2 wieder. Da mache ich dann vielleicht wirklich mal meine eigene Welt. Jetzt habe ich ja noch ein paar Levels gezeigt, die ganz gut waren, die das gut präsentiert haben. Und im nächsten Part vielleicht mal meine Super World. Schauen wir mal. Man sieht sich. Ciao, ciao.